Heute sprechen wir über die wichtigste Gewohnheit für Traumnoten in der Oberstufe und guess what? Du kennst sie längst, dein Problem ist nur, dass du sie entweder nie richtig verstanden hast oder sie einfach nicht jeden Tag tust. Viel Spaß! Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich bin nach wie vor mega happy, einfach gerade Videos aufnehmen zu können. Immer noch die Flasche voll leer. Danke, ohne Spaß, ich merke das so krass jetzt nach den Bootcamps. Ich muss einfach noch öfter Danke sagen. Ich glaube, ich mache da schon einen ganz guten Job, aber ich muss einfach öfter Danke sagen. So, ich weiß, dass ihr mir ganz oft Danke sagt für all das, was ich, wie ich euch helfe und was ich raushau. Das mache ich auch super gern, weil es mir selbst auch super viel Spaß macht. Aber ich muss auch euch Danke sagen. So, es ist einfach unbelievable. Ich meine, wir sind mittlerweile bei, glaube ich, 1,25 Millionen Aufrufe auf diesem Channel. Ihr seid echt regelmäßig dabei, schreibt ewig viele Kommentare. Kommt das immer gar nicht hinterher. Danke einfach. Okay, danke. Und dann dazu auch noch eine andere Ankündigung. Es werden in 2019 wahrscheinlich die Sache kommen, die dich, genau dich als individuelle Person, am allermeisten voranbringen kann in Bezug auf dein Traumabitur. Und zwar nichts anderes als 1:1 Coachings mit mir. Das werde ich also in den nächsten Wochen noch planen, wie genau wir das umsetzen wollen. Aber wenn du wirklich sagst, okay, wow, Leo, ich will von dir 1:1 betreut werden, dann schreib mir gerne jetzt schon mal eine Mail an abiturathleten@web.de. Einfach irgendein formloses Schreiben von, wer bist du, wie kann ich dir helfen und so weiter. Einfach, dass du dabei sein möchtest, kann ich dich da als allererstes informieren. Aber das ist auf jeden Fall crazy, nur dass da die immer ganz schnell sein wollen, schon Bescheid wissen, weil kann ich natürlich die Leute auch als allererstes kontaktieren, weil ich natürlich nicht 20.000 Leute nehmen kann. Ja, das nur vorweg, da freue ich mich auch schon, mega krass. Jetzt aber zu der einen Gewohnheit, die du längst kennst, die den allergrößten Impact auf deine Traumnoten hat und die du entweder noch nicht verstanden hast oder die du einfach nicht konsequent machst. Und diese eine Gewohnheit ist einfach Meditation. Wir haben das beim Bootcamp oft besprochen, noch viel wichtiger auch oft praktiziert. Und gerade dort war es für mich super spannend. Also wer vom Bootcamp nicht Bescheid weiß, ist im Prinzip, wir fahren mit 10 Leuten, vielleicht in Zukunft mehr, einfach an einen bestimmten Ort und haben da einfach 3 Tage, 5 Tage, 7 Tage, je nachdem, eine gewisse Zeit eben einen geschützten Rahmen, wo wir richtig geiles Umfeld nur mit Abiturathleten und mir haben und dann führen wir da eben einfach so den besten Content durch, den du eben brauchst, um in der Oberstufe richtig gute Noten zu schreiben. Und ja, da habe ich einfach krass gemerkt, so okay, wenn ich da halt zum Beispiel bei den 10 Leuten, die jetzt in Prag dabei waren, da war es das letzte Mal, in Zukunft wird es auch das oft in Deutschland geben, denke ich mal, aber wie gesagt, auch alles erst noch in Planungsphase, da war es dann so, dass ich gefragt habe, wer von euch hat denn schon mal meditiert? Und dann ging von diesen 10 Personen, würde ich mal sagen, 8-9 Hände hoch. Wenn ich aber gefragt habe, wer von euch hat das Gefühl, Meditation zu verstehen und es macht es auch konstant, dann war, glaube ich, vielleicht ein halber Finger oben, ja, so ungefähr. Eine Person so ganz hinten. Ja. Und das fand ich halt wieder super spannend, weil ich glaube, Meditation ist so eine Sache, die so ein immenses Potenzial hat. Aber gerade dadurch, dass jeder davon redet, oh, Meditation ist so krass, mach was ich das und das und das und das, hat jeder das Gefühl, Meditation ist sowas abgespaced, es ist sowas Vages, irgendwas, was so außerhalb dieser Realität ist oder was auch immer. Dabei ist Meditation eigentlich das Allersimpelste. Ja, es ist das Allersimpelste. Es ist was ganz, ganz Geerdetes. Hat nichts mit Woo, Universe und was weiß ich alles zu tun. Sondern was ganz, ganz Geerdetes. Es ist super simpel und ist gleichzeitig, das verspreche ich, ich kenne so viele Hacks, so viele Tipps, so viele Strategien. Ich habe schon so viele Dinge von so vielen Leuten gehört, habe schon so viele Dinge weitergegeben, gecoacht, was weiß ich in Bezug auf die Oberstufe. Aber ganz ehrlich, wenn du Meditation machst, so wie ich sie jetzt erkläre, verspreche ich dir, zu den allergrößten Impact haben. Wir haben das dann eben auch mit den Leuten durchgeführt, die da in Prag, die eben das Gefühl haben, okay, haben da eigentlich checkst du noch nicht so richtig. Und die waren alle total geflasht am ersten Mal, dachten so, okay, krass, ich habe es zum ersten Mal irgendwie verstanden und ich merke sofort, dass es mir was bringt. Deswegen, Meditation. Wie solltest du konkret meditieren, damit du in der Oberstufe die besten Noten bekommst? Ganz einfach. Du machst nichts anderes, als du suchst dir einen ruhigen Ort, zum Beispiel jetzt hier, den ersten Tisch meiner Eltern. Oder was auch immer. Ja, Hauptsache hier, niemand kommt rein. Du setzt dich einfach nur hin. Ja, du musst kein Lotus machen, du musst kein Steinsitz machen, du musst dich nicht auf den Kopf stellen. Einfach ganz normal hinsetzen, Füße auf den Boden, gerader Rücken,
Dann einfach nur die Hände auf die Oberschenkel, Augen schließen, wieder gerade Rücken, das ist das Allerwichtigste. Und dann achtest du einfach nur auf deinen Atem. Du musst nicht mal so tief einatmen, wie es ich jetzt zu Demonstrationszwecken gemacht habe. Sondern das Einzige, was zählt, ist, dass du ganz ruhig auf den Atem achtest. Jetzt denkt man sich natürlich, und das ist es schon, okay, das ist es schon. Ey, alles weitere, was du jetzt noch dazu hinzufügen möchtest, wie Musik, eine gefühlte Meditation, irgendwelche komischen Posen, was auch immer, brauchst du nicht. Okay, brauchst du nicht. Es ist meistens sogar hinderlich. Menschen wollen immer noch was Krasseres. Ja, wir wollen immer, wow, das ist die krasseste Art der Meditation. Die krasseste Art der Meditation ist die aller simpelste. Genauso wie ich es dir gerade gezeigt habe. Jetzt natürlich die Frage, ja komm, jetzt achte ich da ein bisschen auf meinen Atem, so, selbst wenn ich das jetzt 20 Tage lang mache, was soll denn da groß passieren? Ganz einfach. Der einzige Grund, was heißt nicht der einzige Grund, aber einer der absoluten Hauptgründe, warum du keine Traumnoten schreibst, ist ganz einfach. Du bist abgelenkt. Dein Kopf ist wie so ein Affe, Alter. Du guckst die ganze Zeit rum. Du kannst nicht mal 20 Minuten konzentriert an deinen Mathe-Rechnungen sitzen, weil du sofort an dein Handy gehst, weil du, das steht irgendwo in Flasche, dann spielst du da rum, hast du einen Rubik's Cube auf deinem Schreibtisch, was auch immer. Wir sind so krass abgelenkt von unserem Kopf, der ist ganz all over the fucking place, ja. Was jetzt passiert, ja, das heißt, der einzige Grund, warum du eben nicht fokussiert bleibst, sind zwei Gründe. Entweder Gedanken oder Gefühle. Das ist alles. Selbst wenn deine Mom reinkommt, hast du eigentlich auch nur den Gedanken, oh, ich könnte jetzt mit dir reden, oder oh, was will sie jetzt, oder oh, ich achte jetzt auf sie, oder du bist überrascht, gestoppt, oder kommst eben wieder aus deinem Fokus raus. Egal was ist, egal was in der Umwelt passiert, egal was rumsteht, eigentlich ist es nur ein Gedanke dahin zu gehen oder ein Gefühl, was in dir hochkommt, so ein Impuls. Das sind also die einzigen beiden Sachen, die dich davon abhalten, fokussiert das zu tun, was du tun musst, um deinen Traumnot zu erreichen. Und was du jetzt durch Meditation schaffst, dadurch, dass du eben auf deinen Atem achtest, passiert die folgende Sache. Du hörst auf, diesen Gedanken und Gefühlen nachzugehen. Du wirst zum allerersten Mal wieder Herr von dir selbst. Du reagierst nicht einfach nur so, sondern centered, focused, okay? Du bist focused, fokussiert auf deine Sache, auf das, was wirklich zählt. Und jetzt ist Meditation, dieses immer wieder auf den Atem achten, im Prinzip nichts anderes, als wenn du ins Fitnessstudio gehst und Bizeps Curls machst. Ja? Deswegen auch jeden Tag. Nur weil du zweimal auf deinen Atem geachtet hast, bist du noch lange nicht fokussierter. Genauso wie wenn du nur, weil du zweimal so gemacht hast, noch keinen größeren Bizeps hast. Das heißt, du musst einfach jeden Tag machen. Ich würde dir empfehlen, mach das morgens. Warum? Ganz einfach. Du hast bisher noch nichts an diesem Tag erlebt. Das heißt, du hast nicht viele Dinge im Kopf. Du hast eine wesentlich höhere Wahrscheinlichkeit, das zu machen, wie es jetzt die allererste Sache ist, also die zweite oder dritte Sache, die du an deinem Tag machst. Und drittens, meistens ist es früh, vor allem wenn du ein bisschen früh aufstehst, deine Familie auch am ruhigsten. Ja, das heißt, meditiere einfach, setz dich dahin, fang an mit 2 Minuten, fang an mit 5 Minuten, wenn du es noch nie gemacht hast, geh dann relativ schnell hoch zu so 10, 15 Minuten, dann, das reicht schon. Ja, wenn du wirklich auch über Monate weg 10, 15 Minuten jeden Morgen meditierst und dann nichts anderes machst, einfach nur dich hinzusetzen, du wirst so tief in dich reinkommen, du wirst so konzentriert sein, du wirst einfach nur eine Sache nach der anderen machen. Und das ist das ganze Erfolgsgeheimnis. Das ist so simpel, einfach nur eine Sache nach der anderen machen. Überleg doch mal, eigentlich ist es nicht so, dass du nicht genug Zeit hast in deiner Woche oder dass die Schule so stressig wird. Das wirre Problem ist, dass du einfach nicht schaffst, eine Sache gut und fokussiert nacheinander zu machen. Deswegen, Bootcamp haben es auch ganz oft gesagt, solange du konstant fokussiert bleibst, ist genug Zeit für alles Wichtige. Und sagen, wenn du daran glaubst und das so durchziehst, dann wird es auch hinhauen. Du musst mir nur eine Sache versprechen, sondern dass du jeden Morgen erst 2 bis 5 Minuten, dann 10 bis 15 Minuten jeden Morgen hinsetzt, meditierst. Beim Meditieren nichts anderes, als einfach auf deinen Atem zu achten. Wenn du Gedanken hast, geht es nicht darum, keine Gedanken zu haben oder Gedanken zu haben. Es geht nicht darum, positive oder schlechte Gedanken zu haben. Es geht nicht darum, diese Gedanken zuzulassen oder diese Gedanken wegzudrücken. Egal was passiert, es ist scheißegal. Du fokussierst dich einfach nur wieder auf den Atem. Und wenn du das jeden Morgen machst, du glaubst mir jetzt noch nicht, probier es 30 Tage aus, schreib mir dann einen Kommentar, du kannst mir gerne schreiben, das hat überhaupt nichts gebracht. Ich weiß nur, dass du genau das nicht schreiben wirst, sondern dass du schreiben wirst, krass Leo, ich hätte nie gedacht, dass das so ein Impact. Das heißt, bitte, wenn dir meine anderen Videos bisher geholfen haben, dann vertrau mir in diesem einen Punkt. Bitte einfach vertrau mir. Sei es dir selbst wert, mir in diesem Punkt einmal zu vertrauen, probier es für 30 Tage aus,
du wirst schon nach 10 Tagen merken, okay, wow, das ist echt, das macht echt einen ehrlichen Unterschied. Das würde mich mega freuen, weil ich weiß, wie viel das für dich in Bezug auf die Schule und allgemein dein Leben verbessern wird. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.